die französische Atlantikküste zwischen Colville und Vieuville-sur-Mer, besser bekannt als Omaha Beach. Der Morgen des 6. Juni ist kühl und grau. Es ist der Morgen des D-Day, des Decision Day, der Tag der Entscheidung. Tausende amerikanische Soldaten fallen hier in wenigen Stunden. Die Überlebenden verfluchen ihn später als Bloody Omaha. Platoon auf Platoon geht an Land, ungedeckt. 600 Meter Sand liegen vor ihnen. Und hoch darüber die Deutschen, gut getarnt und kampferprobt. Ihr Befehl, die Stellung halten, um jeden Preis. Seine Position auf dem Scheitelpunkt der Düne ist ideal. 25 Meter über dem Meer, freies Sicht- und Schussfeld. Heinrich Severlo ist 20 Jahre alt, als er Hitlers Atlantikwall gegen die Alliierten verteidigen soll. Und er folgt dem Befehl, bedingungslos. Heinrich, der kräftige Bauernsohn, schießt auf die Angreifer, erbarmungslos. Zu Hunderten, Tausenden jagt er seine MG-Gaben hinunter auf den Strand, auf die Landungsboote. Er feuert in eine dunkle, anonyme Masse, wie eine Maschine, 7 Stunden lang. Ich glaube, ich bin der deutsche Soldat, der am meisten Feinde erschossen hat. Ja. Mehr als 2000 Amerikaner tötet oder verwundet Severlo nach eigenen Worten an nur einem Tag. Das Geschehene hat ihn nicht mehr losgelassen. Jahr für Jahr pilgert der 81-Jährige auf das Schlachtfeld zurück. Ob man will oder nicht, man wird doll beeinflusst von diesen Gräbern hier, wenn man weiß, dass da so viele gestorben sind. Nur weil ich da mit einem MG gewesen bin. Weil jeder von diesen Bengels, der tut einem ja leid. Ne? Der hatte genauso Vater und Mutter wie ich, bloß ich hab's überstanden, ich hab's wiedergesehen. Heinrich Severlo sucht nach erlösenden Erklärungen und Zusammenhängen. Ein Klassiker der Kriegsliteratur hilft ihm. Ich habe David Silber ja aus diesem Buch kennengelernt. Der längste Tag. David Silber sah, wie die Männer vor ihm niedergemäht wurden, sobald sie die Rampe verließen. Er glaubte, den deutschen MG-Schützen zu sehen, der auf ihn schoss. Und da habe ich David Silber nachgesehen, nach seiner Adresse. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich da gewesen bin, der ihn da verwundet hatte. David E. Silver. Er ist 19 Jahre alt, als er Omaha Beach stürmen soll. Der junge Amerikaner wird von 3 Kugeln getroffen. Er überlebt. Seine Kameraden und Freunde aber sterben zu Dutzenden. Nicht eine Sekunde der Juni 44 hat David Silver vergessen. Es war ein schreckliches Erlebnis, selbst im Krieg. Bevor wir landeten, all diese Toten, soweit das Auge reichte. Sie wurden mit der Strömung abgetrieben und mit den Flutwellen wieder angespült. Und bei der nächsten Ebbe lagen mehr Leichen am Strand als zuvor. 60 Jahre später begegnen sich die Todfeinde von einst wieder. In Freundschaft. Heinrich Severlo wird 1923 als Sohn eines Bauern in der Lüneburger Heide geboren. Hier in Metzingen gab es nur Landwirte. Ich war ja 7-Monats-Kind. Namen und Beruf, da war schon drin, war ich noch gar nicht ganz draußen. Da konnte man gar nicht drüber reden. Man war auch der Vizebuhr,
Man kam auch nicht auf die Idee zu sagen, ich wäre jetzt aber lieber Lehrer geworden oder Schlosser oder Schuster oder... Das war so tabu, da konnte man nicht drüber reden. Das war eigentlich nur eine schwere Zeit. Die Arbeit wurde ja immer schwerer und man wurde auch immer zu mehr eingeteilt. Ne? Und wir hatten noch Stauwiesen, die mussten alle mit der Sense gemäht werden. Das ist ja eine verdammt schwere Arbeit. Heinrich ist 10 Jahre alt, als Hitler die Macht ergreift. Die Nazis versetzen Deutschland in Aufbruchstimmung. Mit Pomp, Parolen und massiven Investitionen. Aufschwung mit Autobahnen und Panzerfabriken. Alt und jung geschlossen hinterm Hakenkreuz. Von Berlin bis in den letzten Winkel des Reiches. Bis ins letzte Glied. Heinrichs Vater begrüßt die neue Zeit als Bürgermeister. Der Sohn und Erbe unternimmt bald die ersten festen Schritte in der neuen Uniform. 1934 kam ich ins Jungvolk, ne? Die Vorstufe von der Hitlerjugend. Aber da bin ich nicht mehr hingegangen. David Eugene Silva wird 1925 in der Industriemetropole Cleveland, Ohio, geboren. Garfield Heights war eine schöne Wohngegend. Mein Vater war Zahlmeister. Er arbeitete in der Buchhaltung. Es war ein gut dotierter Beruf, bevor es 1929 zur Weltwirtschaftskrise kam und wir unser erstes Haus in Maple Heights verloren. Wir waren eine große Familie, 7 Kinder, Mutter und Vater. Vater konnte dann nur noch halbtags arbeiten. Es war, als ob man jemanden, der ein gutes Gehalt bekommt, wenn man berücksichtigt, dass $25 damals viel Geld waren, die Hälfte wegnimmt. Ich habe nie realisiert, wie schwer es für meinen Vater gewesen sein muss. Aber das Erstaunlichste für mich war, dass wir immer genügend zu essen auf dem Tisch hatten. Die Depression weicht langsam den Rooseveltschen Verheißungen des New Deal. David, jüngster Sohn einer portugiesischen Immigrantenfamilie, erlebt, wie die Dinge sich langsam verbessern. Eine andere Sache, die uns unsere Eltern einprägten, insbesondere Mutter, war: Immer wenn ihr einen Penny habt und die Kirchenkollekte eingesammelt wird, werft ihr das Geld in die Kollekte. Und das taten wir auch immer. Die Erziehung ist streng, katholisch, aber liebevoll. Die Silvas suchen sich ihren glücklichen American Way of Life. Unsere Freizeit verbrachten wir im Viertel. Es war selten, dass wir irgendwelche ausgefallenen oder fesselnden Dinge taten. Wir spielten das, was Jugendliche spielten: Baseball, Football und sowas. ...1939 beginnt der Krieg in Europa. Hitlers Truppen überfallen Polen. Im Mai 1940 beginnt der Westfeldzug. 5 Wochen später inspiziert der ehemalige Postkartenmaler seine wertvollste Siegestrophäe, Paris. Im Sommer 1942 wird Heinrich Severlo nach Abschluss der Landwirtschaftsschule zum Militär eingezogen. Grund- und Reiterausbildung bei der leichten Artillerie, Ersatzabteilung 19, erhält er in Hannover. Man hatte sich damit abgefunden. Du wirst Soldat und dann macht das Beste daraus. Man glaubt ja nicht, dass man davon da lebend rauskommt, nicht? Also das schminkt man sich ab.
Im August 1942 wird der 19-Jährige als Meldereiter nach Frankreich geschickt, zur 321. Infanteriedivision. Der erste Einsatz im besetzten Gebiet. Heinrich, der dickköpfige Bauernsohn, gewöhnt sich nur schwer an den rüden Kasernenhofton. Alles, was da hochgejubelt wurde, das war alles Mist. Nicht? Da stimmte nichts von. Also den Mund, wenn Sie mit mir reden. Nicht? Das war zum Beispiel gang und gäbe, dass dieser Satz vielleicht mehrmals am Tag gesagt wurde. Oder wenn man gesagt hat, ich dachte, dann kriegte man grundsätzlich das Denken überlasse den Pferden, die haben größere Köpfe. Nicht? Also das war reiner Kadavergehorsam. Nicht? Also die Widerworte oder sowas wurden gar nicht geduldet, wurden gleich bestraft. Nicht? Die USA können sich 2 Jahre dem Sog des Krieges entziehen. Dann kommt Pearl Harbor. Washington ist nun im Krieg mit Japan und Deutschland. Ich würde sagen, der amerikanische Patriotismus war enorm. Amerika war gewachsen. Ja, wir waren auf den Krieg vorbereitet. Wir wollten, das ganze Land wollte seinen Anteil daran tragen. Jeder wollte das. Das Einzige, was ich wusste, war, dass es dort drüben Krieg gab. Und das, was wir beurteilen konnten und aus den Nachrichten wussten, war, dass Hitler Land für Land überrannte. Am 10. März 1943, genau einen Tag nach seinem 18. Geburtstag, wird David Silver einberufen. Wir waren bereit zu gehen. Meine Eltern waren traurig. Sie waren bemüht, es nicht zu zeigen, aber ich wusste es. An dem Tag, als ich sie verließ, konnte man es spüren. Sie brachten mich zum Bahnhof, wir wünschten uns alles Gute, umarmten und küssten uns. Vater war ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Deutsch. Zu ergriffen. Mutter war emotionaler, auch sie beherrschte sich. Aber ich bin mir sicher, da waren Tränen, nicht nur meinetwegen. Wir waren 4 Brüder und alle wurden eingezogen. Nach seinen älteren Brüdern wird nun auch der jüngste Silver in Cape Fear, Georgia, 17 Wochen lang zum Infanteristen ausgebildet. Die Ausbildung war hart. Was auch immer sie sagten, du tatest es. Sie brachten uns das Schießen bei. Sie zeigten uns, wie wir über den Boden robben sollten und schossen dabei mit Maschinengewehren über unsere Köpfe. Junge, wir hatten Todesängste. Am 22. Juni 1941 hatte die Wehrmacht die Sowjetunion überfallen. Heinrich Severlo trifft mit dem Nachschub kurz vor Weihnachten 1942 in Bedlice ein. Die Nazi-Parolen im Kopf. Wie wir hinkamen und in dem Dorf lebten, und da war ja, die Russen lebten ja da auch noch, da waren es doch wieder nette Menschen. Aber wieder keinen bösen Menschen getroffen. In Frankreich waren keine, Russland waren keine. Nein, ich bin keinem begegnet, der nicht nett war. Vielleicht aber hat er das Leid der Menschen bemerkt. ...1942 ist das letzte erfolgreiche Jahr der Wehrmacht. Der gefreite Severlo muss die endlose Defensive im Osten nicht miterleben. Im März 1943 erkrankt er schwer. Und dann im Schnee mit Gasmaske. Und da habe ich mir ein Asthma geholt. Das war aber damals ganz schlimm. Und dann musste ich ins Lazarett. Und da war, an der Front sagte man immer, der Weg in die Heimat geht nur übers Lazarett. So war es bei mir dann auch.